eben auch in ärmeren Ländern tatsächlich, es hat überhaupt nichts mit irgendwie einer schönen Einfachheit zu tun, sondern es ist eben tatsächlich eine Lebensnotwendigkeit, die den Körper einfach zerstört. Und es gibt natürlich aber auch diese Arbeit, die eben gerade nicht mehr körperlich ist, durch die Automatisierung sozusagen entkörperlicht wurde. Ja, also heute sitzen wir vor schicken Macs und trinken noch so ein Latte Macchiato und arbeiten so vor uns hin. Wir spüren unseren Körper nicht mehr. Und dadurch kommt natürlich die Sehnsucht, den Körper eben gerade wieder zu spüren. Und ich glaube, dass gerade diese Form der Arbeit eben wirklich sehr viel zu tun hat mit dieser Sehnsucht nach Körperlichkeit, nach Einfachheit. Und ich glaube, dass diese Arbeit noch eine zweite Folge hat, nämlich dass im Grunde die Arbeit selber für eben diese gehobenen Schichten, die sich das erlauben können, vor ihrem Mac zu sitzen, immer mehr zum Genuss wird, zu so einer Art Ekstase oder auch Exzess. Und dass aber der Genuss selber, also sozusagen ne, das mal müßig gehen, entspannen, ein gutes Glas Wein trinken, das wird eher zu einer Anstrengung, weil sie sich das eigentlich gar nicht mehr erlauben, weil sie eben, wie Sie das angedeutet haben, vielleicht auch so eine tendenzielle Arbeitssucht verspüren und gar nicht mehr richtig loslassen können von ihrer Arbeit. Und ich denke, das sind so Zusammenhänge, die zu dem Thema auch dazugehören. Aber was Sie gerade auch noch gesagt haben, hat mich erinnert an den Gründer meines Klosters, der zum Beispiel darauf bestanden hat, dass auch die Patres, also die Priester, jeden Tag wenigstens 2 Stunden Handarbeit betreiben, damit sie einfach zur seelischen Gesundheit. Und es ist etwas unglaublich Schönes, im Garten zu arbeiten. Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber wenn ich an den Film denke und das Urban Gardening, also mir scheint das völlig illusionär zu sein. Da sind diese Leute mitten in der Stadt, jeder hat seinen eigenen Kübel. Da kommt dann ein bisschen Erde rein, da spielt man dann Gärtner, lässt irgendwas wachsen, hat dann einen Kopf oder von mir aus 2 Kopfsalat oder 3. Das sind Romantizismen sowas. Ja, okay. Also wenn wir es so stehen lassen können, okay. Aber wenn es mehr sein soll, habe ich wirklich das Gefühl, ist das eine hochillusionäre Sache, die da läuft. Die Handarbeit kann ja auch darin bestehen, dass ich mal den Bürgersteig wiederkehre. Ja, absolut. Ja. Ich meine, in den Zen-Klöstern eine der beliebtesten und zugleich sinnlosesten Tätigkeiten ist Laub zu rächen. Habe ich auch schon hinter mir dort. Sie sprachen eben vom Abwerfen. Ist das möglicherweise das Geheimnis, also zu wissen, was man wirklich braucht? Also abwerfen, man könnte ja auch die falschen Sachen abwerfen. Also abwerfen bedeutet ja im Grunde genommen zu wissen, was brauche ich wirklich, um mich vom Rest zu trennen? Ich glaube, ich soll es nicht so tragisch nehmen. Ich kann, ob ich jetzt das, meinetwegen das Kleidungsstück dran gebe oder auch von meinen Büchern mal wieder einen Schub rausschiebe, hinterher würde ich sagen, mein Gott, das hätte ich vielleicht noch gebraucht. Aber ich merke dann, dass ich ja vieles tatsächlich nicht so brauche, wie ich meine ursprünglich. Und dann suche ich mal noch ein paar Schuhe, die sind auch weg. Macht doch nichts, dann sind sie weg. Diese Freiheit und Gelassenheit dann auch, zu sagen, ich brauche das einfach nicht. Gut, es wäre schön, aber muss ja nicht sein. Hängt das damit zusammen, dass wir vielleicht sehr oft die Tendenz haben, unser Leben sehr stark abzusichern? Ja, ganz sicher. Wir werden ja konkret in diesen ganzen Dingen. Wir versuchen ja darin, wirklich uns selber zu erfahren. Und in den Psalmen heißt es dann so schön, Leute, die also dann diese Götter anbeten, werden selbst so, wie sie sind. Also wer Gold anbetet, wird dann selber zu Gold, aber ist nichts anderes mehr als reine Materie. Das setzt vielleicht, Sie hatten ja diesen Begriff des Selbstbewusstseins oder mit Selbstgewissheit mit ins Spiel gebracht. Das setzt wahrscheinlich voraus, dass man ein hohes Maß an Selbstgewissheit hat, denn die Arbeit garantiert mir ja Respekt, Anerkennung. Ich muss mir nicht überlegen, was ich mache. Ich arbeite ja. Also diese ganzen Formen von Zuwendung und positiver Stimulanz sozusagen, die schöpfe ich aus der Arbeit. Und wenn das wegfällt, krache ich mehr oder weniger zusammen. Auf jeden Fall. Also das würde ich mit Sicherheit sagen. Und das ist natürlich auch ein Impuls sozusagen jetzt, wenn Sie von diesem Urban Gardening sprechen. Ja? Also indem ich da tätig bin, indem ich die Pflänzchen wachsen sehe, tue ich etwas, ich arbeite, dadurch eben werde ich anerkannt in dem, was ich tue. Und ich finde aber gerade, was dieses Urban Gardening, also dieses Gärtnern angeht, das Gemeinsame in den Städten, da spielt, finde ich, noch etwas ganz Entscheidendes hinein, nämlich
der Begriff des Genießens, was wir ja heute immer sehr stark in Zusammenhang bringen mit etwas sehr egoistischem, hedonistischem, selbstbezüglichen, hatte eigentlich mal eine ganz andere Bedeutung. Das hieß nämlich im Mittelhochdeutschen noch die gemeinsame Nutznießung. Daher kommt der Begriff des Genießens. Und das kommt eigentlich, das ist, man könnte fast sagen, ein sozialistisch-kommunistischer Gedanke, ja, Kommunis, die Allmende. Also man genießt sozusagen das, was man gemeinsam erarbeitet. Und ich glaube, dass so eine Sehnsucht da natürlich auch reinspielt. Gut, dass wir bei der Arbeit sind, weil viele sagen, dass das Wichtigste für moderne Menschen überhaupt ihre Arbeit sei. Weil Arbeit, das haben wir eben mit angetextet, ein Feld der Bewährung ist. Da kommt Identität raus, Anerkennung, Respekt, nicht zuletzt natürlich auch das Geld, was man fürs Leben braucht. Arbeit garantiert auch Beziehungen, zum Beispiel zu den Arbeitskollegen. Diese moderne Haltung der Arbeit gegenüber hat ihre Wurzeln vor allem in der Reformation. Mit Martin Luther reformierte sich nicht nur das Verständnis der Berufe. Man wird selig aufgrund des Glaubens und nicht, weil man in einem bestimmten Stand ist oder einen bestimmten Beruf hat. Deshalb kann Arbeit überall mit Seligkeit verbunden werden, so Luther. Hinzu kommt insbesondere dann bei Johannes Calvin die neue weltliche Askese der Arbeit, aus der sich, sagt Max Weber jedenfalls, der Kapitalismus entwickelt. Der Glaube muss sich nach Calvin vor allem in der Berufswelt bewähren. Das ist Grundlage für die 1904 erschienene berühmte Schrift »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« des Soziologen Max Weber. Im Alten Testament gilt sie als Fluch, die Arbeit. Als Strafe für den Sündenfall müssen sich die Menschen im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen. Und auch in der Antike gehört Arbeit zur niederen Sphäre und ist des gebildeten Mannes unwürdig. Arbeit und Tugend schließen einander aus, erklärt Aristoteles lakonisch. Die ideale Lebensform ist die Vita Contemplativa. Die Muße gilt als Voraussetzung fürs hochgeschätzte Philosophieren. Das ändert sich anderthalb Jahrtausende später radikal. Die Theologen der Reformation verstehen die Arbeit zunehmend als Gottesdienst und damit als Pflicht für jeden Christenmenschen. Vor allem er, der französische Reformator Johannes Calvin, mit seiner Prädestinationslehre. Nach Calvin hat Gott von Anfang an entschieden, welche Menschen erwählt und welche verdammt werden. Gottes Entscheidung ist vom Handeln des Menschen völlig unabhängig. Da der Gläubige bis zum jüngsten Gericht unsicher über seine Bestimmung bleibt, sucht er in seiner Welt nach Indizien, ob er im Stand der Gottesgnade ist. In der Strebsamkeit und der fleißigen Arbeit sieht der Mensch einen Gottesdienst. Resultiert wirtschaftlicher Erfolg daraus, könnte das als Indiz gewertet werden, von Gott auserwählt zu sein. Der in Armut Verharrte dagegen musste annehmen, zu den Verdammten zu gehören. Auf diese Weise gelangt erfolgreiche Arbeit zu theologischen Würden. Die Kehrseite dieser Arbeitsaufwertung ist die Abwertung aller Formen von Muße. Müßiggang gilt als bevorzugtes Einfallstor des Teufels, als aller Laster Anfang. Beten, Arbeiten und Sparen gelten als der einzige Weg zur Seligkeit und werden zur idealen Voraussetzung für Kapital- und Wirtschaftswachstum. Deshalb erklärt der deutsche Soziologe Max Weber 1907 in seiner berühmtesten Schrift die innerweltliche Askese des protestantischen Arbeitsethos zur Wiege des westlichen Kapitalismus. Faulheit ist schlecht. Der Mensch soll erfolgreich arbeiten. Dieses Erbe prägt uns bis heute. Denn immer noch ist Arbeit ein zentraler Fixpunkt unserer Existenz. Sie bedeutet Sinnerfüllung und Selbstverwirklichung, schafft Selbstbewusstsein und macht den Arbeitenden frei und selbstständig. Wer Arbeit verliert, bleibt dagegen wirtschaftlich und sozial auf der Strecke, verliert gar seine Identität. Doch was, wenn aufgrund des technologischen Fortschritts immer weniger Arbeit vorhanden ist? Muss unsere Gesellschaft ihr Arbeitsethos dann überdenken?
Meine Arbeit genießen zu können, ist ja für viele Menschen ein absoluter Luxus. Also es gibt so viele blöde, schlechte Arbeiten und so viele Arbeiten, Thema Mindestlohn und so weiter. Ich glaube, wir brauchen das nicht alles anzutexten. Also was soll da, ist da nicht dieses Ziel, Mensch, könnte ich doch nur arbeiten und das genießen? Ist das nicht im Grunde genommen ein Luxusziel, eine Idealvorstellung von Arbeit? Ja, das ist vielleicht eine Idealvorstellung, der wir ja aber auch tatsächlich, muss man sagen, eben gerade durch die Automatisierung durchaus nahe kommen. Also so etwas wie Selbstverwirklichung ist ja tatsächlich erstmal nur möglich, wenn ich eben nicht nur arbeite, um das Notwendigste irgendwie zu erledigen, was mir vielleicht auch gar keinen Spaß macht. Also ich finde auch diese Entwicklung überhaupt nicht verwerflich, sondern im Gegenteil. Ich bin glücklich, dass ich mich 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag mit Dingen beschäftigen kann, die mich wirklich interessieren. Ja? Also ich finde auch, dass da oft immer so eine zu kulturpessimistische Perspektive reinkommt, wenn man sagt, das ist sozusagen der Beginn der Entfremdung, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie auf dem Acker arbeiten dürfen. Das finde ich gar nicht, sondern ich glaube, es kommt darauf an, diese Freiheit, die wir da haben, die und tatsächlich ist die Kreativität. Auch, genau, wenn Arbeit zur Kreativität. Richtig, dann, genau. Und ich meine, dann schaffe ich was Neues, das ist ja schön. Ja, genau. Und ich meine, da ist man dann eben ganz schnell beim Genuss. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, weiß nicht, wie hat Sokrates gedacht? Ja? Ja. Der ist müßig gegangen. Der ist gegangen mit wem und hat mit ihm gemeinsam gedacht. Da geht Genuss und Denken geht da zusammen. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir hinkommen sollten. Viel stärker. Also, weil das ja eben auftauchte, dieses Thema mal entspannen, Müßiggang und Arbeiten. Also so, ich muss, wenn ich mal mir selber rede, wirklich zugeben, also viele klassische Formen von Müßiggang sagen mir überhaupt nichts. Und ich kann mich grandios entspannen, nicht nur, aber auch, wenn ich arbeite, weil ich mich mit vielen klassischen Formen des Müßiggangs absolut langweile. Also eine Form, die mich, das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, aber eine Form, die mich zunehmend langweilt, ist zum Beispiel Fernsehen. Mhm. Also Fernsehen gucken als passives, als passive Form des Genusses. Ja, also, ich würde aber unterscheiden zwischen Muße und Müßiggang. Okay. Müßiggang ist mehr das Negative, das Dahintrödeln eigentlich. Das ist dann auch in die Richtung Akedia, also eine der diese Lustlosigkeit oder der Faulheit. Überdruss, der dann dadurch entsteht, also ein Stück Faulheit. Ich muss mich fragen, kenne ich Leute, also gut, gelegentlich gibt es Leute vielleicht, die faul sind, aber kenne ich Leute, die wirklich abgrundtief faul sind? Die wenigsten eigentlich. Die meisten rödeln, wie es so schön heißt. Ich könnte ihn nennen. Okay. Naja, aber man könnte natürlich auch sagen, dass, also was wir so abwertend als faul bezeichnen, also man könnte auch sagen Passivität. Ja. Ja, also Passivität im Sinne von, ich lasse einfach mal und fange eben an zu träumen. Ich schlafe vielleicht auch, aber dadurch öffnet sich ja auch wieder ganz viel. Also ich glaube, dass dieses Hyperaktive, wozu wir ja neigen, ja, also wenn ich davon spreche, dass wir unsere Arbeit im positiven Sinne genießen sollten, dann meine ich eben nicht dieses zwanghaft Hyperaktive, ich bleibe bis 10 im Büro und beantworte noch 50 E-Mails. Also das meine ich gar nicht. Mhm. Und ich glaube aber, dass das heute genau der Trend ist. Ja? Also eben nicht sozusagen ekstatisch zu arbeiten, lustvoll zu arbeiten, eben auch eben dieses, da würde ich Ihnen widersprechen, ich finde der Müßiggang, das ist etwas sehr Positives, weil eben auch das Gehen drinsteckt, da ist etwas Aktives drin. Insofern wäre auch die Frage, gibt es überhaupt so die reine Passivität, das totale Faulsein? Die Antriebslosigkeit. Also, und das, genau, aber, das kann ja auch passieren, wenn ich mal richtig überarbeitet bin, müde. Ja. Und dann möchte ich mich erholen und merke dann hinterher einfach, ich vertrödle nur mehr die Zeit. Das gehört manchmal dazu. Ja. Ja. Ist ja dann schön, beim Fernsehen durchzuzappen und bei nichts hängen zu bleiben. Klar. Wenn wir das jetzt nochmal zurück auf das Thema Einfachheit, ist denn der arbeitende Mensch sozusagen der Mensch, der möglicherweise am meisten bei sich selber ist im Alltag? Ja, das kommt wieder ganz drauf an, was er arbeitet, würde ich sagen. Und ich glaube, dass wir heute vielleicht, wir reden zwar immer von Selbstverwirklichung, aber vielleicht sind wir da sogar ziemlich weit von entfernt in den gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen. Das würde ich so gar nicht unterschreiben. Ich glaube, es sind die wenigsten, die wirklich in der Arbeit bei sich sind und auch das Gefühl haben, gestalten zu können und eben auch von der Arbeit lassen zu können. Also in dem Sinne frei zu sein, dass man tatsächlich auch sagen kann, ich lasse es jetzt, ich bin müde, ich kann nicht mehr oder bringt jetzt auch nichts mehr. Also, da würde ich Ihnen recht geben, dass dazu die wenigsten in der Lage sind. Also weil die meisten von uns einfach in einer Maschinerie drinstecken.
Genau. Aus der sie so schnell nicht rauskommen. Ja. Aber ich glaube, dass das eben nicht dazu führen sollte, dass man die Arbeit generell abwertet. Also ich würde immer noch sagen, dass die Arbeit oder auch, ich meine, Kultur, dieses Wort alleine heißt ja schon eben, ich beackere die Natur. Ja. Ich tue etwas damit, ich schöpfe etwas. Das würde ich sagen, ist durchaus etwas sehr, sehr Positives. Nur wenn